Seid gegrüßt, ihr Kochenthusiasten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Na, magst du Kürbis, dann bist du heute genau richtig, denn wir zaubern dieses geile Kürbisrisotto mit Kokosmilch und glasierten Trauben. Und vertraut mir, das ist einer der geilsten Gerichte, die ihr je gegessen habt. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange und ich zeige euch, wie es geht. Wir brauchen folgende Zutaten, und zwar Risotto-Reis, das ist ja klar, sonst wäre es ja kein Risotto. Dann Butter, ein bisschen Curry, der unterstützt dann der Kürbis, den wir brauchen. Olivenöl, dann Kokosmilch, weil Kokosmilch dem Ganzen so das gewisse Etwas verleiht. Dann ein bisschen warme Gemüsebrühe für das Topping. Herbstliche Trauben, dann Zwiebel und Knoblauch, ein paar Kräuter. Lorbeerblatt natürlich nicht vergessen. Parmesan. Boah, ich glaube, das wäre alles. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht mehr lange und ich zeige dir, wie es geht. Und zu starten schneide ich beim Kürbis ein bisschen was ab. Das, was wir benötigen, so etwa 3 bis maximal 400 Gramm für 4 Personen. Dann schäle ich ihn. Theoretisch könnte man den auch mit dem Schäler schälen. Ist aber relativ hart. So. Und dann nehme ich einfach eine Röstgiraffe, halbiere ihn einmal und raffe ihn. Dann geht das schneller, dass er verkocht. Man könnte ihn auch würfeln, das ist überhaupt kein Problem. So. Nachdem wir das jetzt geraffelt haben, packen wir das Ganze in eine Schüssel, damit wir es nachher weiterverwenden können. Nachdem wir jetzt das geraffelt haben, schneiden wir hier ein bisschen vom Grün weg. Der oberste Teil nehme ich meistens nicht nach, weil er ein bisschen lederig ist. Das hier lassen wir für uns für die Garnitur. Und der restliche Teil hauen wir direkt in Risotto. Da könnte man ihn jetzt auch schneller und feiner hacken, aber ich habe gerne ein wenig Struktur im Ganzen. Darum lasse ich es und bringe dem Risotto auch das gewisse Etwas meiner Meinung nach. Dann kommt noch der Knoblauch dazu. Den schälen wir zuerst natürlich. Dann einmal halbieren, einschneiden und einfach auch runterschneiden. Plus einmal kurz durchhacken. Ganz wenig. Muss nicht unbedingt, weiß nicht wie viel sein. Und dann haue ich ihn direkt zur Zwiebel, weil ich gebe das immer miteinander in das Risotto. Dann könnte man jetzt die Kräuter theoretisch hacken. Ich gebe sie aber ganz mit rein, damit auch der Stiel die ätherischen Öle abgibt. Und wenn es jetzt irgendwo noch ein bisschen Rosmarin oder so mit drin hat, finde ich es persönlich nicht schlimm, dann kann man es rausziehen. Dann die Trauben. Die lasse ich jetzt noch. Die brauchen wir erst, wenn wir das Topping machen. Dann nehmen wir hier den Stiel weg, hauen es direkt in den Butter, schwenken es 2-3 Mal durch, ein bisschen Salz dran, ganz wenig Honig und ein bisschen von den Zwiebeln und geben das dann am Schluss über den Kürbis. Ich würde sagen, jetzt sind wir hier fertig. Ich zeige euch, wie man das Ganze zubereitet. Was ich noch vergessen habe, ist, dass wir noch ein bisschen Weißwein brauchen, um abzulöschen. Jetzt geben wir ein bisschen Olivenöl in den Topf und dann haue ich die Zwiebel und den Knoblauch rein. Dann gebe ich den Risotto mit rein und dünste den auch mit. Einfach dünsten, nicht mehr, dass er schön glasig ist. Wer mag, hätte jetzt am Anfang auch schon den Kürbis mit reingeben können. Ich finde es im Nachhinein immer besser. Dann kommt jetzt der Kürbis mit rein. Und das dünsten wir jetzt zusammen ein bisschen an, bis der Kürbis etwa um die Hälfte eingefallen ist. Dann gebe ich schon mal das erste Mal ganz wenig Salz mit dazu, dass es beim Kürbis ein bisschen Wasser rauszieht und Pfeffer. Und jetzt sieht man, jetzt fängt er an zu schwitzen und er fliegt auch zusammen. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass uns das Ganze nicht anbrennt. Dann kommt ein kleiner Schluck Weißwein mit rein, das ist etwa 1 Deziliter zum Ablöschen. Dann gebe ich dann nach das Curry mit rein. Bringe das einmal untereinander und fülle erst dann auf. Dann kommt etwa die Hälfte der Brühe dazu. Und jetzt kommt ein Trick, den ich aus der Sterne-Gastronomie übernommen habe. Ein bisschen Kokosmilch mit rein. Das gibt dem Ganzen einen Glanz und unterstützt mit dem Curry zusammen den Kürbis richtig geil. Ihr werdet erstaunt sein, wie das ist.
aber es hat nichts mit dem klassischen Risotto an sich zu tun. Jetzt lassen wir es einfach köcheln, bis die Flüssigkeit weg ist und dann geben wir nochmal nach. Ich empfehle euch, nie die volle Flüssigkeit von Anfang an mit reinzugeben, weil ihr nie wisst, wie extrem der Reis zieht. Noch die Kräuter mit dazu, bei denen warte ich immer einen kurzen Moment, aber das müsst ihr nicht, ihr dürft das auch von Anfang an mitdünsten. Ich mag es lieber, wenn ich es ein bisschen später reinklatsche, aber das ist jedem selbst überlassen. Stellen wir ein bisschen runter, weil sonst verbrennt es das Ganze. Und geben nochmal etwa 2 Dezi Flüssigkeit mit dazu und köcheln es noch fertig. Jetzt sehen wir, dass es immer mehr aufquillt und auch der Geschmack in der Nase mit dem Thymian und dem Rosmarin, den ich hier zusätzlich mit reingeschmissen habe, zusammen mit dem Curry und dem Kokos in der Nase, es ist einfach geil. Jetzt stelle ich das mal kurz auf die Seite. Bevor wir das fertig machen, machen wir kurz die Trauben. Hier kommt ein bisschen Butter mit rein. Dann könnte man die Trauben theoretisch halbieren. Das sind jetzt aber relativ kleine. Die gebe ich gleich so mit rein. Dann schwenken wir die jetzt schön in Butter. Geben ganz wenig Salz mit dazu. Man könnte jetzt auch ein Fleur de Sel nehmen. Muss man aber nicht. Das funktioniert wunderbar ohne. Dann gebe ich immer noch ganz, ganz wenig Honig mit dabei, dass wir das Ganze glasieren können. Dann schwenken wir das Ganze. Und jetzt könnte man entweder ein bisschen Bouillon, Essig, Aceto oder ein klein wenig Weißwein nehmen und das Ganze ablöschen. Das verleiht dem Gericht noch ein bisschen Säure. Das kochen wir jetzt ein. Seht ihr? Und jetzt sieht man, geben die Trauben auch schön Farbe ab und es karamellisiert sich ganz leicht und gibt so quasi wie eine Glasur rundum. Das ist das, was wir eigentlich erreichen möchten. Jetzt, bevor wir ganz fertig sind, streue ich ein paar von den Frühlingszwiebeln mit dazu. Und dann tränken wir das Ganze nochmals mit den Frühlingszwiebeln drin. Man könnte jetzt auch noch ein paar Kürbiskerne mit dazu geben. Geben wir jetzt nicht, weil wir haben genug. Dann stellen wir das auf die Seite und machen kurz den Risotto fertig. Jetzt seht ihr, kommt so ein richtig geiler, schlauziger Risotto dabei rum. Dann kommt jetzt der Käse mit rein. Den rühren wir jetzt rum und dann lassen wir das Ganze etwa 3-4 Minuten stehen, vielleicht auch 5, bevor wir das Ganze anrichten, damit das Ganze nochmal ziehen kann. Das ist so ein kleiner Pro-Tipp. Und so sieht jetzt das Ganze fertig aus. Für mich geschmacklich in der Nase richtig geil. Ich habe einfach noch ein bisschen Salz und Pfeffer mit reingepackt, weil ich glaube, meine GoPro zu heiß hatte. Sie hat rebelliert. Und jetzt können wir das Ganze anrichten. Ich persönlich nehme am Ich nehme sie immer erst raus, wenn ich esse, aber das könnt ihr auch eben, wie gesagt, hacken und dann reinklatschen. Das ist überhaupt kein Thema. Dann kommt jetzt das Topping mit ein paar glasierten Trauben obendrauf, was farblich und geschmacklich richtig geil ist. Man könnte jetzt auch ein paar Maronen und noch ein paar Kürbiskerne und alles Mögliche darüber geben, aber das wäre eigentlich schon fast übertrieben. Was aber nicht fehlen darf, meiner Meinung nach, ist Parmesan. Und zwar ein bisschen frischen, einfach oben drüber. Dann sieht das Ganze nämlich richtig geil und fertig aus. So. Und so sieht das Ganze nun fertig aus. Jetzt habe ich die Ehre, das Ganze auch zu probieren. Mit euch live natürlich. Oh. Half, aber richtig geil. Der Geschmackstest war Bombe. Einer meiner Lieblingsrisottos, die es gibt. Man könnte jetzt noch Maroni oder weiß nach Kuko was raufklatschen. Für mich völlig unnötig. So wie er jetzt ist, ist es einer der geilsten Geschmacksrichtungen, die es gibt. Macht's nach, vertraut mir, ihr werdet nicht enttäuscht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, haut sie trotzdem unten in die Kommentare. Nicht vergessen zu abonnieren. Und ich wünsche euch gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal wieder. Haut rein.